Diesen Sound kennt jeder. Den Dreizylinder-Takt von 44.0093. Sie ist natürlich gattungsgerecht mit einem Güterzug unterwegs und der ist recht lang. Am Schluss noch eine Zusatzlast? Nein, es ist eine kleine preußische T11, die dem Güterzug nachhilft. Sie ist auf dem Weg vom Dampflokwerk Meiningen nach Westfalen, ihrer neuen Heimat bei der Museumseisenbahn Minden. Am Regler steht Stammlokführer Karl-Heinz Siebert, der wie immer mit Routine seinen Öljumbo steuert. Wie ein Uhrwerk schnurrt das Dreizylindertriebwerk. Dampfwolken über dem Harzvorland oder besser gesagt Eisenbahn wie vor 20 Jahren. Nur langsam kommt der Güterzug voran. Das Auf und Ab im Harzvorland fordert Mensch und Maschine. Leider ist die stolze 44er seit Frühjahr 2000 nicht mehr betriebsfähig. Eine erneute Aufarbeitung ist seitens des Eigners, dem DB-Museum in Nürnberg, zurzeit nicht vorgesehen. Doch mit Sicherheit wird auch der letzte Öljumbo irgendwann wieder dampfen. Vielleicht unter dem Motto Dampfwolken über dem Harzvorland. Lassen wir uns überraschen. Oh, good.